Ganz schön heiß hier, findet ihr nicht auch? Naja, ich bin ja auch mitten in der Wüste. Willkommen zum zweiten Part von Unlimited Cruise Episode 2 auf der Wüsteninsel. Genau, das ist die erste Insel hier im zweiten Teil. Überall Wüste und ganz viel Sand. Und ja, irgendwo hier muss sich auch ein Baum befinden, wenn man den eigentlich da hinten nicht sogar schon sehen kann, da wo dieser komische lila Dampf aufsteigt. Ich glaube, dort hinten müsste der Baum sein. Ich habe momentan bereits 23% der Karte aufgedeckt. Na gut, das ist noch nicht mal ein Viertel. Aber ich habe schon ein paar Schatzkartenteile gefunden. Nämlich von der allerersten Schatzkarte hier, von den Schlammpuppen. Schon 3 von 5 Kartenteile gefunden. Schatzinfo, Plan für eine robuste Falle. Das hört sich ja interessant an. Gut, ich muss noch dazu sagen, ich bin offscreen nochmal zu Sunny zurückgegangen und wollte dort speichern. Und auf dem Rückweg habe ich dann nochmal so ein Kartenteil bekommen. Als ich jetzt wieder hierher gegangen bin, habe ich noch ein Kartenteil bekommen. Deswegen habe ich jetzt schon 3 von 5, also bitte nicht verwirrt sein. Und ja, das Praktische ist, den Schatz kann ich mir hier gleich holen, weil das ist ja auf der ersten Insel, das erkennt man ja hoffentlich. Und ansonsten, ja, Sanji hatte sogar schon wieder Ideen für neue Rezepte, muss ich euch auch noch zeigen, hier kochen. Er hatte zum Beispiel, Kaktusstick, das habt ihr, glaube ich, im Part selber noch gesehen, im ersten, dass er eine Idee für einen Kaktusstick bekommen hat. Ein Kaktus, na, er ist essbar. Dieser Erstklasse gekocht wird daraus ein leckeres Mahl machen. Benötigt 3x Kaktusfruchtfleisch, eine Kaktusblume und noch eine seltsame rotfarbene Frucht, die habe ich zwar noch nicht gefunden, aber die werde ich noch finden. Oder hier ein Sandwich. Werd wohl ein Sandwich machen. Leicht zu tragen und zu essen, perfekter Snack für die Ladies, aber da fehlt mir noch eine Nahrung mit langer Haltbarkeit. So, oder hier, jetzt das hat er jetzt neu, das ist ihm neu eingefallen, die Wildgraspasta. Zur Abwechslung vielleicht eine simple Pasta, durch Gewürze und Kräuter wird es was Gesundes. Ja, weil ich jetzt vorher noch einmal Bittergras gefunden habe, deswegen, wenn wir 3x Bittergras haben und 2x Mehl, dann bekommen wir eine Wildgraspasta. Und was ich auch noch probiert habe, ich wollte es einfach mal gucken, ob ich es eh noch kann angeln, habe ich an Bord des Sunny tatsächlich einen Hai angeln können. Und deswegen hatte Sanji die Idee für Hai-Sushi. Schon wieder. Durch Einweichen in Wasser könnte man den Geruch loswerden. Wie wär's mit Sushi? Ja, einen Hai, aber auch 2x antikes Getreide. Und vor allem, er braucht seine Kochenfähigkeit auf Level 5. Er hat es ja gerade mal auf 3, also davor kommt immer noch die 4. Aber okay, soll so sein. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich ausnahmsweise mal mit Zoro mal hier weiter. Soll ja mal wieder jeder drankommen. So, Zoro. Ich finde das so geil, dass ich ja eben die Daten aus dem ersten Teil übertragen konnte und deswegen konnte ich die ganzen maximalen Tape und SP mitnehmen. Finde ich richtig super. So, also hier geht's jetzt weiter. Ungefähr hier habe ich ja zuletzt aufgehört gehabt. So, und natürlich kommen hier wieder Schlammpuppen. Oder auch feindliche Piraten, also die sich halt verwandelt haben. So, und take this! Ein Schwert Drachenflamme! Oder vielleicht etwas sowas hier. So. Oder sowas. Zack. Jetzt habe ich ihn voll runtergeboxt. Das tut mir aber nicht leid. Zack. Die da alle immer gleich in den Abgrund fallen. So, Eisenschrott erhalten. Gut, die verlieren meistens Eisenschrott. Ja, über diese hohen Sanddünen komme ich nicht mal überall rüber, die so hoch sind. Naja, der, wow, ja, und rutschig ist es ja auch ein bisschen. So, und natürlich sind hier Alabaster-Soldaten, ja, die passen hier irgendwie auch super hin, in diese Umgebung. So, jetzt wartet mal. 3000 Welten. Yeah, das tut gleich viel auf einmal, einfach nur geil. Was willst du denn hier? Verpiss dich, Mann! So. Und, wieder Eisenschrott, na gut. So, richtig schön die ganzen Kugeln aufsammeln. Dann haben wir wieder TP und SP voll. Was wollt ihr denn hier? So, da habe ich jetzt noch einen Kaktus wo gesehen. Ja, hier vorne. Also je mehr Kaktus-Fruchtfleisch ich habe, desto besser kann ich halt nur mit der Spitzhacke abbauen. Aber ist ja wurscht. So, Kaktus-Fruchtfleisch. Ich frage mich ernsthaft, wie das schmecken soll. Ich kam noch nie dazu, sowas zu probieren. Obwohl ich das auch nicht unbedingt wollen würde. Naja. So, und okay, da kommen schon wieder die nächsten Trottel. So, und ein Alabaster-Soldat. So, und 2 Schwerter Phönix ist auf Level 6. Ist auch gut so. Und zack. So, und bam. Immer schön den Kampfesrausch ausnutzen. Yeah.
So, der ist hin und er droppt wieder Eisenschrott. Gut, es verhält sich, wie gesagt, im zweiten Teil genauso wie im ersten. Wenn wir Gegner in einen Kampfesrausch besiegen, das während wir in einem Kampfesrausch sind, dann verlieren die häufiger Items. Also eigentlich fast immer. So. Boah, wo kommst du schon wieder her, dicker Typi? Das ist ja richtig fies. So, na warte, ein Schwert Drachenflamme. So, und Sprint. So, der ist down und blaue Frucht erhalten. Supi. Mann, jetzt stirbt er mal. Der Zoro muss doch treffen, ne? Zack. Was nützt es einem drei Schwerter zu verwenden, wenn man dann die Gegner damit nicht trifft, ne? Man muss schon ins Schwarze treffen. So. Kaktus. Ey, was willst du denn, Mann? Lass mich doch mal in Ruhe durch die Wüste spazieren. Nicht, dass ich das freiwillig tue, aber wir müssen es halt tun. Wir müssen die ganzen Prüfungen nochmal machen, auf ganz neuen Inseln und so. Auf jeden Fall scheint Gabriel noch in Form einer leuchtenden blauen Kugel weiter zu existieren, aber Raffi hat ja gesagt, er will unbedingt gucken, dass er es schafft, Gabriels wahre Gestalt wieder zum Vorschein zu bringen. Aber das wird noch ein Weilchen dauern. So, wir müssen unbedingt den ersten Baum hier finden. Oh, so. Ja, das war daneben. Und take this! Jawohl! Und da bist du immer noch nicht tot. Die halten ganz schön was aus, diese Alabaster-Soldaten. Zack! Ah, Eisenschrott. So, wäre schön, wenn ich vielleicht noch so ein Kartenteil bekäme, aber muss ja eigentlich gar nicht sein. Ein Kartenteil reicht. So, ich muss eh in die Richtung. Zack! Ja, ein Schwert liegt das Löwen Level 6. Wunderbar. So, und, ja, hier sollten wir bloß nicht reinfallen, das ist Treibsand, der tut uns nicht gerade gut. Seht ihr, da oben ist der Baum, ich hoffe, den kann man da sehen, unterhalb der Sonne, da oben ist der Baum, da muss ich irgendwie hinkommen. Fragt sich nur wie, das ist noch ein bisschen ein Umweg. Fällt da hinten voll so ein Schiffsmast, wie kommt hier ein Schiff hin? So, ja genau, versinkt im Treibsand, die Idioten. Ah, da ist aber was, das will ich haben. Wow, oh mein Gott, was ist das denn? Holy shit, habt ihr das gesehen? Da ist was rausgekommen, Hilfe. Was ist das für eine Wüste? Das ist doch krank. Ja, ich sage, die ist gefährlich. Ah, ein Schwertdrachen von einem Level 6. So, die da hinten, die können mich jetzt mal, ich will hier weiterkommen. Ah, das gefällt mir gleich viel besser. Eine Oase haben wir gerade gefunden. So, und etwa da vorne, wo dieser komische pilzförmige Felsen ist, da werde ich auch den Schatz finden von Schatzkarte Nummer 1. Das weiß ich ja zum Glück noch. Bin ja nicht doof. Und wie gesagt, es reicht mindestens ein Kartenteil schon aus, um den Schatz zu finden. Man muss ja dann wirklich genau wissen, wo der vergraben ist. Aber man muss nicht zwangsläufig alle finden. Und oh, was ist das denn da? Das ist eine... Ja, das ist auch was Interessantes, das gab es im ersten Teil auch noch nicht. Das sind Blumen, dass wenn wir sie schlagen, die spucken grüne und gelbe Kugeln aus. Also die geben uns quasi TP und SP. Ziemlich praktisch. So, da wartet. Und tschüss. Also hier, wenn ich drauf haue, die spucken die Kugeln aus und dann werde ich quasi geheilt. Aber das geht nicht für immer. Irgendwann, wenn ich zu oft drauf haue, dann gehen die Blumen kaputt und dann sind die weg. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die nach einer Zeit sogar wieder nachgewachsen sind, aber die gibt es eh überall. So, Kaktusfruchtfleisch. Noch mehr Alabaster-Soldaten. Nein, Moment, irgendwas stimmt da nicht. Schaut euch die Tattoos an den Armen an. Das sind Agenten der Barockfirma. Vorsicht! So einfach täuscht ihr mich nicht. Ich werde euch erledigen. So, drücke jetzt selber in das Felsenboden schauen, wenn das nächste Gelegenheit zieht, sagt, das wissen wir ja schon. So, wenn Lysop schon so weit die Klappe aufreißt, soll er das meinetwegen auch mal tun. Mit dem Pachinko-Chaos! Geil, oder? Trifft richtig schön viele Gegner auf einmal. Ein bisschen wenig Platz hier. So, nochmal, Pachinko-Chaos! Ah, Fähigkeit-Level, aber entschlossenheit Level 2. Super, so mag ich das. Und nehm das! Ja.
Ist jemand verletzt? Wenn ja, benutzt Medizin, um euch zu heilen, okay? Ja, Lega-Items, die wir halten, also Plus und so weiter, das wissen wir ja, Item-Palette. Das braucht er uns nicht nochmal sagen. So, und hier hätten wir schon mal Kokosnüsse an den Palmen. So. Eine Idee, Spezialgetränk. Ich mache ein Spezialgetränk, um Schwung reinzubringen. Leute, wollt ihr mein Spezialgetränk? Na sicher. So, da brauchen wir aber 2 Kokosnüsse, 3 Blaufrüchte und sehr süßer Saft von einem Baum. Ha, das haben wir noch nicht. Aber egal. So, ich glaube, das war wirklich genau hier, weil dieser Felsen sieht ja ziemlich verdächtig aus. Der sieht aus wie ein Pilz. Und irgendwo hier ist jetzt der Schatz vergraben. Also einfach mal mit der Spitzhacke auf den Boden hauen. Und wenn ich an der richtigen Stelle drauf haue, springt eine Schatztruhe aus dem Boden raus. So, jetzt nur die Frage... Ah, seht ihr? Da ist sie schon. Gesucht und gefunden. So, gleich mal aufmachen. Plan für verstärkte Falle in Truhe gefunden. Was sagt man dazu? Boah, ist das ein Plan für Fallen? Sieht robust aus. Damit können wir diese einfachen Fallen verbessern. Einfach! Also entschuldige mal bitte, dass ich nur einfache Fallen mache. Eine Idee. Verbesserte Fallen. Fallen gehen manchmal leicht kaputt, oder? Ich baue eine, die nicht so schnell verschleißt. So, sehr süßer Saft von einem Baum, süße Flüssigkeit von Blumen und 3x Eisenschrott brauchen wir dafür. Ja, das ist schon mal eine tolle Neuerung im zweiten Teil, dass wir verbesserte Fallen machen können. Das ging im ersten Teil leider noch nicht. Da ist mir so ziemlich immer ein wildes Tier entwischt. Da habe ich halt immer die Fallen aufgestellt und wenn ich dann nachgucken war, dann ist es immer kaputt gewesen. Dann ist es so, sieht aus, als wäre es entkommen. Das wird uns hier dann nicht mehr so wirklich passieren. Aber ich wünschte, ich hätte den Staubsauger, aber den habe ich leider nicht. Den bekomme ich, glaube ich, wieder erst später. So, aber Lysa, dann bist du hier doch ein bisschen ungeeignet wegen den Blumen. So, wie wär's mal mit Sanji? So. Ich müsste eigentlich von den Blumen hier ein bisschen Nektar bekommen, wenn ich Glück habe. Ah, seht ihr? Da haben wir schon einmal Nektar. Sehr gut. So, und da vorne ein bekanntes Insekt sitzt da vorne auf einer Blume, eine Doktorhornisse. So, und... Ah, wieder mal Heilkräuter bekommen, sehr gut. Und von den Pflanzen bekomme ich immer wieder Bittergras. So, genau. Noch mehr Bittergras. So. Noch mehr. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich das liebe Insekt hier nicht verscheuche. Ah, und hier gibt es sogar wieder Karotten. Sehr gut. So, jetzt ganz langsam anschleichen und dann hoffentlich klappt das auch. Jawohl! Los! So, neue Doktorhörnisse. Na gut, nicht ganz so neu, gab's ja schon im ersten Teil. Und die droppt ebenfalls Nektar. Alles klar. So, gleich noch mehr Nektar holen. Ich werde jetzt hier erstmal ein paar Sachen sammeln. Gut, Fallen werde ich jetzt aber noch keine aufstellen. Ich hätte sowieso, glaube ich, jetzt gerade keine dabei. So, Nektar. Aber diese Karotte hätte ich gerne. So, verweckte Karotte erhalten. Auch die gab es schon im ersten Teil auf der zweiten Insel. Hier gibt es sie schon hier. Sehr schön. So, wir noch mal Kokosnüsse. Danke. So, vielleicht finde ich weiter dort vorne noch eine Doktorhörnisse. Das wäre nicht schlecht. Also gerade bei Sanji und Chopper ist es natürlich wieder wichtig, bei Lysop auch, dass die ihre Fähigkeiten noch weiter aufleveln, weil das geht ja jetzt in diesem Teil. Da geht's Kochen bis Level 5, Medikamentmischen geht bis Level 5 und Entwicklung ebenso bis Level 5. So, und hier hätten wir sogar schon einen Angelplatz. So, seht ihr, da ist sogar noch eine Doktorhornisse, die hätte ich gerne. So, nur aufpassen, dass wir die nicht verscheuchen. Und hau ruck und ich hab sie. Yeah. So. Na klar, 86,3 cm. Was ist denn das für ein Insekt? Die muss ja voll riesig sein. Und da oben ist ein Baum. Da will ich hin. Da hängt eine rote Frucht dran. Aber da komme ich leider nicht hin. Jedenfalls nicht von hier. So. Ist der Nektar vielleicht noch irgendwas? Nee, aber noch mehr Karotten. Na gut, Karotten sind gesund. Sollen ja gut sein für die Augen, weil die haben viel Vitamin A. Deswegen futtert Bugs Bunny immer so viele Karotten. Der hat schlechte Augen. Der will gut sehen können. So, und hier kann ich mal euch zeigen, wie erbärmlich eigentlich jetzt meine Riesenfischangel ist. Ja, ich habe leider keine Seekönigangel, die wurde wieder degradiert zur Riesenfischangel. Und ihr seht, die Ausdaueranzeige ist auch ziemlich mickrig, ist noch nicht mal die Hälfte. Aber mit der habe ich es wirklich schaffen können, an Bord des Sunny einen Hai zu fangen. Aber der hat sich halt ziemlich gewehrt, zumindest was ich hier so fangen kann.
wirklich weit auswerfen kann ich es natürlich auch nicht so. 37,7 Meter, mal sehen, was anbeißt. So. Aber keine Sorge. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich aus dieser Riesenfischangel wieder eine Seekönigangel machen und natürlich auch wieder die Leine verlängern und die Ausdauer verbessern. Das muss man hier halt leider alles nochmal machen, aber wenigstens habe ich hier von Anfang an die Riesenfischangel, weil ich ja die Daten von Teil 1 übertragen habe. Sonst hätte ich nur eine ganz normale Angel, das wäre dann nicht so toll. So, los, komm, zieh es raus, Sanji, hol es raus, was ist es? Es ist... Hey, das ist ja geil! Eine Salamandalraune, die im ersten Teil eh so super selten waren. Einfach gleich mal beim ersten Versuch gefangen, geil. Super, vielleicht finde ich gleich noch eine. Ich guck mal. So, jetzt habe ich nur 20 Meter ausgeworfen, vielleicht beißt jetzt was anderes an. So, ein bisschen Geduld braucht man natürlich. So, zappeln und ja, so. Wie gesagt, immer die Ausdauer im Auge behalten, hin und wieder A loslassen, um alleine zu lassen, dass es sich wieder auffüllt. So, und schön die Richtung immer beachten. So. Und was haben wir dieses Mal? Oh, was ist das denn? Ah, ein Krähenfuß-Seesterner. Der ist komplett neu. So, okay, gut, das reicht mir dabei mal. Soll mal genug sein. So, ich weiß aber nicht, ob ich es in dem Part noch bis zum Baum überhaupt schaffen kann, ob das noch was wird. So, meine Kokosnüsse. Zack. Na los, schon kaputt machen. Oh. So, Heilkräuter. Vielleicht noch ein bisschen Nektar? Denn mit Staubsauger geht es dann natürlich besser. Aber den habe ich leider noch nicht. Ich hätte schwören können, dass man den auch bekommt, wenn man Daten von Teil 1 übertragt, aber den kriegt man doch erst wieder ein bisschen später. Aber soll jetzt mal nicht so schlimm sein. So, ich muss hier lang... Ah, von dem Baum kriege ich doch sicher wieder Holz. Das brauche ich auch. Ziemlich häufig sogar. So. Ja, Holz erhalten, genau. Vor diese tiefen Schluchten, da will ich nicht runterfallen. Da will ich nicht runterplumpsen. So, und da drüben könnten wir wieder so eine Kubagata befestigen. Könnten wir wieder schneller zu Sunny zurück. Und da ist noch ein vertrockneter Baum. So, da kommen jetzt die nächsten Gegner. Attacke! So. Kommt davon. Ah, da haben wir noch eine Kaktusblume. Kann ich mir noch holen. Ja, nicht jeder Kaktus hat so eine Blume drauf. Wenn sie eine Blume haben, kriege ich immer eine Kaktusblume. Wenn nicht, kriege ich halt Kaktusfruchtfleisch. So, aber ich will noch mehr Holz haben. Aber was wollt ihr denn hier? Wow, der hat mich voll aufgeschlitzt hier, dieser fiese Typi. So, lass mich in Ruhe Holz sammeln. Oh, Karte 1 Fragment 5 erhalten. Noch ein Kartenfragment. Super, wird immer besser. Aber jetzt bringt es eigentlich nichts mehr, weil jetzt habe ich den Schatz eh schon gefunden. Jetzt ist es schon egal. Mann, was willst du denn? Aua, ey, das tut man nicht. Ach, na gut, das, was ich gerade mit ihm tue, auch nicht wirklich, aber egal. So, voll ins Gesicht getreten. Bam. So, Alter, du bist ja immer noch nicht tot. Jetzt stirb nochmal. So, ey, der hat auf mich geschossen. So, ich weiß doch genau, du bist ein Barockfirma-Agent, du fieser Typ, du. Hat sich mal voll verkleidet und... Ah, da vorne haben wir ja schon das Monument, aber... Es ist die Frage, wie können wir das eigentlich ohne den echten Gabe wirklich verwenden? Das werden wir gleich herausfinden. So, ist jetzt noch irgendwas Wichtiges? Hier ist... Ah, hier kann ich mir noch Gummifrüchte holen und noch mehr Kaktusblumen. So. Immer ganz wichtig, je mehr, desto besser. So. Na komm schon. Zack. Und Gummifrucht. So. Und ein bisschen Kaktusfrucht vielleicht. Aua. Das war nicht geplant. So, Heilkräuter. Okay, gut, ich krieg nichts mehr. Da oben muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Nö, will ich auch nicht. Wir sehen uns noch kurz das hier an. Hoffentlich habe ich überhaupt alles dabei, was ich brauche, um das Ding zu aktivieren. Schaut, da drüben ist eins dieser Steinmonumente. Alles klar, Gabe macht dein Ding. Bist du sicher, dass er in seinem Zustand sein Ding machen kann? Er ist dann in einer Kugel. Das klappt schon, oder Gabri? So, im Pause-Menü ist der Befehl Fütternmaschine. Wandle damit Items mystischer Kräfte um.
So, hey, wir sind schon wieder... Oh Mann, was willst du denn da vorne? Haust du mal ab! So, Grubenschuss ist Level 6. So. Zack und Bams. Und jetzt Hackflash. So, Schiffszwiebelgration erhalten. Ah, ist das nicht diese Nahrung mit langer Haltbarkeit? Eigentlich müsste das so sein. So, ich mach den Typ noch schnell platt, weil die stören. Aua. Mann, du Arsch, ey. Was bildest du denn? So, voll ins Gesicht und durch! So. Du bist ja immer noch da. Jetzt stirb da mal. Na klar, komm, hat man den einen platt gemacht, kommen nochmal 10 andere. So, jetzt reicht's aber hier. Wildschuss! So, ultimative Tritt-Kombo hier. Kommt davon. So. Endlich sind die weg. Oh, was ist das? Ah, Eisenschrott, okay. Alles klar, noch ein bisschen Eisenschrott bekommen. So, was müssen wir denn hierfür tun? Okay, ich brauche 3 Kaktusblumen und einen blauen Gabri-Punkt. Das heißt, werden wir irgendwas umwandeln. So, würde alles was bringen, aber am meisten, glaube ich, bringen tun natürlich die blauen Früchte was, weil die sind ja blau. So, dann werde ich halt beide umwandeln. Bekomme ich eh irgendwann wieder, die sind ja relativ häufig. So, umgewandelt und aktivieren. きねえな。で、どうする?うわ。さあ。死ぬとこだ。くそ。ええ、死ぬはずよ、普通は。 Zorro ist toll, er ist so stark! Ja, yeah, wie ein Gorilla. Wie nennst du hier einen Gorilla? Neue Technik, 3 Schwerter Gorilla-Arme. Hiebe mit beiden starken Armen. Ist ja auch geil. Aber nur davon geredet, ey, wer ist hier ein Gorilla? Da fällt mir doch gleich eine neue Schwertechnik dazu ein, nicht wahr? So, das heißt, da oben ist der Baum. Aber Leute, den werde ich mir erst im nächsten Part genauer ansehen, weil sonst überziehe ich wieder, das will ich nicht. Also, das heißt, im nächsten Part kommt dann schon mal der erste Boss der ersten Insel hier dran. Und das ist jemand, den man eigentlich auch kennen sollte und wo man sich aber dann auch wieder fragt, warum eigentlich er gerade hier auf dieser Insel ist. Naja, ist eigentlich egal. So, wie gesagt, ich nehme mich den Baum jetzt noch nicht noch mehr, aber ihr seht da hinten... Oh, sitzt da schon wieder Pandaman? Da sitzt gleich zweimal Pandaman. Das ist wieder dieses geile Easter Egg da drüben. Na, seht ihr da? Da sitzen zwei... War ja schon im ersten Teil so, dass er immer wieder wo vorkam. Alter, wo es da überall noch hingeht. Ein riesiger Fluss aus Sand. Ja, Wasserfälle, die eigentlich aus Sand bestehen, das ist ja richtig extrem. Ich sage, für die erste Insel ist schon ein ziemlich großes Gebiet. Und irgendwo dort hinten ist dann auch noch der zweite Baum zu finden, weil wir wissen ja, auf jeder Insel gibt es insgesamt 3 Bosse, 2 reguläre und jeweils immer einen Secret-Boss. Auch hier natürlich wieder... Aber die können wir sowieso... Oh, anfangs noch nicht finden. Super, jetzt bin ich hier runtergefallen. Sorry, das war ein bisschen peinlich. Ich kann nochmal hochjumpen. Aber Zorros Gesicht. So, ich bin fast gestorben. Naja, aber auch nur fast. Robin hat sie gesagt, nein, normaler Mensch wäre gestorben. Aber Zorro ist kein normaler Mensch. Der ist halt schon ein bisschen mächtiger. Ein bisschen stärker als ein normaler Mensch, ist eh klar. Ja, okay. Leute, dann sage ich mal danke fürs Zusehen. Vielleicht mal wieder... Ich weiß sogar mal mit Zorro. Dann kann der gleich mal seine neue Technik ausprobieren. An den Boss. So, warte mal. Status. Zorro. Sushi. Ja, wo hat er das denn jetzt eigentlich? Ah ja, hier. Seht mal. Weil hier ist jetzt ein Pfeil. Ich hoffe, das erkennt man, dass hier so ein Doppelpfeil ist. Da kann man nämlich eine Technik umschalten. Da kann ich jetzt sagen, statt dem 3 Schwerter Sushi hätte ich jetzt gerne Gorilla-Arme. So. Und jetzt verwendet er halt, wenn ich zweimal A drücke, diese Technik. Und ja, die werde ich natürlich dann wieder aufleveln müssen. Und ja, dieses Zeh und Schütteln, was braucht er dafür eigentlich?
SP-Technik, okay. Eigentlich nur noch mal das Einschwertlied des Löwen auf Level 7, dann würde das sogar schon lernen, ist doch geil. Aber noch eine andere Spezialität, boah, 3 Schwerter Folge 3000 Meldung auf Level 15, ist klar. Und auch noch 3 Koop-Techniken, na das ist natürlich auch ziemlich geil. Okay, also, ein Schwertlied des Löwen, das ist das 3x A, naja gut, das würde ja auch noch irgendwie funktionieren. Na gut, Leute, dann danke und bis zum nächsten Mal beim ersten Baum der ersten Insel. Mal sehen, wer uns da auf Smallhorn will, oder besser gesagt, wenn wir da auf Smallhorn dürfen. Bis zum nächsten Mal beim One Piece. Macht's gut, Leute. Tschüss.